Wildbienen sind für die Bestäubung von Obstbäumen wichtig. Altes Holz ist als Kinderstube unerlässlich. Auch Marienkäfer und Spinnen pflanzen sich hier fort. Andere nützliche Insekten benötigen als Brutstätten offenes Mauerwerk, Lehmwände, Stroh, Rohr oder Steine. Nutzlandschaften gefährden deshalb nicht nur Schädlinge. Für den Schutz und die Befruchtung von Pflanzen notwendige Insekten sind ebenfalls gefährdet. Giftstoffe auf und in der Nahrung töten Schädlinge. Aber auch das Immunsystem ihrer Fressfeinde und höherer Lebensformen wird nachhaltig geschädigt. Nicht nur Bienen werden so leichter krank. Auch beim Menschen sind vermehrte Allergieerkrankungen nicht auszuschließen. Fehlende Raubinsekten durch noch mehr Pflanzenschutzmittel zu ersetzen, kann deshalb nur die zweitbeste Lösung sein. Wir müssen auch die Lebens- und Aufzuchtbedingungen für ökologisch nützliche Insekten nachhaltig verbessern. Insektenwände und Insektenhotels sind zusätzlich zu naturbelassenen Flächen, Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten eine sinnvolle Ergänzung. Weiterführende Informationen zum praktischen Schutz von Natur und Umwelt bietet der Naturlehrpfad Bonstapel.